Wenn ihr ein neues FIFA 20 haben wollt, geht auf inema.com, holt euch zweimal 30 Euro PSN-Karte und einmal eine 20 Euro PSN-Karte. 80 Euro PSN-Guthaben und ihr zahlt weniger als 63 Euro. Nehmt den Code Chappy dazu, bekommt noch 3% da drauf. Leute, es lohnt sich absolut. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe ganz, ganz lange überlegt, worüber ich heute sprechen möchte. Es gibt ja nochmal so ein, zwei Infos zu Modern Warfare und für die, die es gestern richtig gesehen haben, ich habe im Titel stehen Modern Warfare 2 Remastered und habe einfach eiskalt vergessen, darüber zu sprechen. Kurze Info, es ist nicht allzu viel. Activision hat über Twitter, genauso wie die Quelle bei Infinity Ward von Gaming Revolution, dazu gesagt, es wird in der nahen Zukunft mit einem Multiplayer kommen. Das ist also bestätigt. Die Frage wird nur sein, 2019 oder 2020. Ich bin der Meinung 2019. So, und jetzt spielen wir hier Stellung. Das ist nämlich eine der Herausforderungen. Und ich spiele gegen eine 5-Mann-Party. Das sind tatsächlich 5 Stück. Und ich muss euch eins sagen, ich bin etwas enttäuscht. Ich bin jemand, der interessiert sich wirklich einen Scheißdreck dafür, ob irgendwelche Leute in den Kommentaren schreiben, dass ich ein guter Spieler bin oder ein schlechter Spieler oder ein Idiot. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wenig dich... Oh mein Gott. Ihr habt keine Ahnung, wie wenig mich das tangiert. Es interessiert mich einfach nicht, weil ich mir meine eigene Meinung von meinem eigenen Dasein bilde, wenn das sinnvoll ist. Aber wenn mich jemand trifft, dann ist es, wenn es meistens sind ja Idioten, die sowas schreiben, mir irgendeiner erzählt, alter Schwede, ich bin ein schlechter Spieler. Oder, das ist das Schlimmste und viele gute Spieler von euch kennen das, ihr spielt Herrschaft, ihr geht 100 zu 8, ihr nehmt 8 Flaggen ein und irgendein Randy von euch nimmt 18 Flaggen ein und spielt 10 zu 90. Und dann müsst ihr euch anhören, wenn ihr die Runde dann verliert, ja, das ist wegen dir, weil du nicht genug Flaggen eingenommen hast. So, Streaks sind da. So muss ich euch ganz ehrlich sagen, so funktioniert das nicht. In Public spielt man so nicht Herrschaft und man spielt auch so nicht Stellung und man spielt auch so nicht S und Z. Wenn ich in Herrschaft 100 Kills mache oder 150 Kills, dann sind das alles Kills, die die Gegner davon abhalten. Ey, da ist doch irgendwo noch einer. Meine Herrschaftsflaggen oder Punkte einzunehmen. Und wenn ich 1000 Kills mache, dann ist das mehr als ausreichend und dazu noch 5 oder 6 Flaggen. Genauso wie hier. Ich weiß, ich spiele gegen 5-Mann-Team. Eieiei. 3 for Streaks? Wo hat der Kampfhubschrauber her? Was? Ah ja, er steht 7-2. Toll, ich kann nichts machen. Großartig. Wenn ich Stellung spiele, guck mal aufs Scoreboard. 52 Punkte für uns, meine Teammates sind unter mir. Ich tue genau das, was ich machen muss. Hinter mir deckt sowieso keiner den Spawn ab, das heißt, da kann ich eh nichts machen. Digga, Blick raus, 2 Kills noch. 1 Kill noch, na komm. Ich kann nicht raus, weil der Kampfhubschrauber da ist. Meine Teammates haben es wieder geschafft, den Gegnern Streaks zu schenken. Wenn ihr Herrschaft spielt oder Suchen und Zerstören oder Stellung oder Abschuss bestätigt, dann geht es nicht darum, dass ihr derjenige seid, der 100 Flaggen einnimmt und dann 0 zu 80 spielt. Und auch 10 zu 60. Es bringt euch nichts, wenn ihr 3 Flaggen eingenommen habt und die Flaggen nur 3 Sekunden halten konntet. So, ist der Scheiß hier die weg? Ich hab Panik, Leute. 1 Kill vor meinem Geschütz. So, scheiß Heli ist weg. Der gehört mir. Was? Ach komm. Ich bin mitten im Fenster, Alter. Das ist so unnötig. Allein, dass ich jetzt hatte noch eine Drohne. Digga, meine Teammates sind so schlecht. Und das hier ist jetzt wieder diese perfekte Runde, um euch zu zeigen. Entweder mache ich es alleine oder ich mache es überhaupt nicht. Und ihr braucht euch niemals auf Teammates verlassen, die 3... Das ist, wie ich eben schon angedeutet habe. Geh weg. Wenn euer Teammate 18 Flaggen eingenommen hat, aber dabei 70 Kills aushändigt, dann haben die Gegner automatisch Streaks. Und dann können sie die Flaggen einfach schnell wieder einnehmen und auch länger halten. Eine Flagge, die ihr eine Minute haltet, ist mehr wert als 18 Flaggen, die ihr neu einnehmt, die dann jeweils nur 2 Sekunden halten, weil die Gegner sofort wieder haben. Guten Tag, Geschenke für jeden. Geschenk für dich. Geschenk für dich, nice. Und die Streaks sind voll. So, ich spiele um die Stellung herum. Um die Stellung herum. Um die Punkte zu kassieren für die Streaks. Und die Streaks sorgen am Ende dafür, dass meine Teammates die Stellung länger halten kann. Der ist auch weg, nice. Und ihr seht es, 85 zu 60. Hier ist noch
Gar nichts entschieden, gnadenlos, das gefällt mir. Oh, holy fuck. Und ich muss das Ganze immer noch mit meiner alten Elgato machen. Das nervt mich ein bisschen. Die ist nämlich relativ hinüber. Ich glaube auch, dass die 60 Pixel nicht mehr anzeigt, was mich richtig nervt, um ehrlich zu sein. Aber ich zeige euch das hier bei Stellung. Ich spiele sonst keine Stellung, weil ich einfach kein Fan davon bin, dass man da nur 5 gegen 5 spielen kann. Deshalb spiele ich auch relativ selten... Oh Mann. Deshalb spiele ich auch relativ selten Herrschaft. Aus dem einfachen Grund, 5 gegen 5 ist mir zu langsam. Ich möchte 6 gegen 6 spielen. Nice. Punkte für die Stellung und dafür. Und jetzt guckt es euch an. Ich bin in der Stellung und hole die Punkte. Dazu hole ich die Kills. Dazu sind meine Streaks an Bord. Ich entscheide, wie diese Runde hier läuft. Das heißt, wenn nochmal... Oh. So, gehe ich da rein. Ja, Punkte holen. Und wieder das Geschütz. Wenn mir noch einmal einer schreibt, dass ich nicht Objective spiele oder dass ich wie jeder andere YouTuber bin, dann werde ich zu ihm nach Hause kommen mit einer Schweinsmaske und werde ihn absolut erschrecken. Digga, wo sind die? So, auf die andere Seite komme ich so nicht. Den Kill will ich haben. Der bringt aber nichts, wenn ich da jetzt voll... Okay, 70 vor dem Scharfschützennest. 60. Haltet mal. Danke. Nice. So, ach, Einsatzteam sogar. Geil, Scharfschützennest ist oben. Da ist eine Heatwave. Da traue ich mich nicht hin. Jetzt guckt euch an. Ich kann jetzt natürlich komplett blind in die Stellung rennen. Dann werde ich von vorne... Alles klar. Oder von der Seite einfach abgeschossen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Also mache ich das clever. Ich spiele auf meine nächsten Streaks. Ich habe einmal in der Luft. Jetzt wäre natürlich eine Heatwave geil von mir. Oder ich gehe einfach komplett drumherum. Hä? Ach, mein Einsatzteam macht die Kills. Oh. Oh. Seht ihr, wie viele Punkte das gibt? 3 Kills in der Stellung. Die Stellung dadurch übernommen. Locker 400 Punkte. Ah ja. 120 zu 102. Ich bin... Ah, fuck. Meine Teammates sind nicht die größte Hilfe, leider. Und ich spiele diesen Modus wirklich nur, um euch in diesem Video zu zeigen, dass diese Kommentare oder dieser Kommentar, ich möchte den Typen gar nicht erst groß benennen, weil er eine kleine Katze ist. Oder eine kleine Maus. Nein. 63 Kills, Leute. Ich stehe 63-9 und mein Team liegt gerade mal mit 20 Punkten vor. Bitte erzählt mir, dass ich der Grund dafür bin, dass wir hier aktuell so ganz knapp nur gewinnen. Bitte erzählt es mir, wenn man solche Runden hier spielt. Und es ist ja nicht, dass das jetzt die erste Runde in meinem Leben ist, die ich euch zeige, wo ich irgendwie mal sowas wie Stellung oder Herrschaft spiele. Bei Black Ops 3 hatte ich, glaube ich, eine 7er oder 8er SN. Da habe ich ganz, ganz oft in Partys gespielt. Das passiert hier gar nicht mehr, aus dem einfachen Grund, dass außer mir gefühlt auch niemand mehr Black Ops 4 spielt. Ich spiele es auch nicht mehr unbedingt, weil es jetzt mein Lieblings-COD ist, sondern einfach, weil es aktuell für mich keine Alternative gibt. Digga, er rastet voll aus. Da ist eine Heatwave. Oh, nein, 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 nein. Ich hasse Heatwave. Ich hasse Heatwave. Einmal fangen, bitte. Vielen Dank. Jetzt ist gleich der Spawn wieder hinter mir. So, heilen kann mich auch nicht. Guten Tag. 160 zu 120, Leute. Wir haben es jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr im Griff. Aber guckt es euch an, wie viele Kills ich hier machen muss, wie viele Plays ich hier in der Stellung machen muss, damit das hier einigermaßen funktioniert. Und bitte erzählt mir nochmal, ich spiele nicht Objective und ich bin der Grund, warum meine Teams auch mal verlieren. In TDM habe ich mittlerweile einen Killdurchschnitt von 64, glaube ich. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich alleine mache 2/3 in jeder TDM-Runde. Na klar, EKAA ist nicht 100%, so hat man getötet, aber ihr wisst genau, was ich meine. Ah, fuck, 75 vollen Streaks, Digga. So, der Teammate ist AFK, der steht da irgendwo hinten rum. Die können derzeit hier schön die Punkte sammeln, auch nett von denen. Okay, da ist noch einer. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum ich die Peacekeeper spiele. Ich mag die Waffe einfach. Ist nicht die stärkste Waffe, aber wenn ich jetzt wieder eine bessere Waffe nehme, heißt es ja auch wieder, nimm doch nur die stärkste Waffe der Welt. Digga, das ist so eine nervige Party. Ohne Witz. Ich habe eben schon eine Runde gegen die gespielt, da bin ich aber nachgejoint, da ging nichts mehr. Das ging irgendwie 250 zu 80 oder so aus. Ich wollte unbedingt, es steht übrigens 167 zu 154. Also ist eigentlich Gleichstand schon wieder. Ich will auch gar nicht wissen, wie viele Kills ich jetzt schon wieder habe. Ich habe auf jeden Fall genug, glaube ich. Ja, Mann, er macht die Ego. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Holy fuck.
Ich habe 10.000 Schaden. Ich habe mehr Schaden als mein gesamtes Team zusammen. Erzählt mir noch einmal, und ich sag's noch einmal, was ich der Grund bin, warum wir verlieren. Erzählt es mir. Übrigens haben die Gegner jetzt fast aufgeholt. Oh, die Cluster gibt's doch hinten drauf. Na komm. Einer weniger. Okay, der ist weg. Da ist 100% noch einer. Könnte mir 10... Ich bräuchte jetzt eigentlich eine neue Granate. Und die Gegner führen. Ich weiß nicht, ich kann auch wahrscheinlich 5000 Kills machen und es reicht nicht, um... Nice! Richtiger schöner Vier-Mann-Feed. Richtig schöner. Oh, weg, weg. Nein. Lauf. Nein. Komm. Yes, Scharfschützennest. So, jetzt führen wir gerade mal mit 5 Punkten, Leute. Ich gucke immer noch nicht, wie viel ich habe. Ich kann mich auch nicht heilen. Doch, jetzt kann ich mich heilen. Nice. Das Geschütz der Stellung ist natürlich mega hilfreich. Auch wenn das Geschütz hier im Black Ops 4 insgesamt nicht allzu gut ist. Oh, den habe ich. Hinter uns ist einer. Nice, wieder gnadenlos. Also auf eine Nuke gehen brauche ich gegen 5-Mann-Team nicht. Das kann ich vergessen. Weihnachten! Okay, da bisschen verschwendet vielleicht. Der Mant ist natürlich jetzt auch mega hilfreich gerade. So, 210. Wir können es in der Stellung hier beenden, wenn irgendein Team mit in die Stellung gehen würde. Aber anscheinend hat da keiner so richtig Interesse dran. Warum auch? Macht ja viel mehr Spaß zu sehen, wie ich hier um mein Leben spielen muss. Und das ist auch einer der Gründe, das Skill-Based Matchmaking oder wie auch immer das Matchmaking hier im Black Ops 4 ist. Ich will es gar nicht beschreiben, dass es hier so ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber in was für Teams ich komme und gegen was ich spielen muss, egal in welchem Modus, macht mich sowas von fertig mittlerweile. Oh, Einsatzteam, nice. So, hier können wir auf jeden Fall nicht beenden. Es nervt einfach. Ich habe keine Lust, wenn ich COD spiele, immer um mein Leben spielen zu müssen. Gut. Plus 100 würde ich sagen. Ich habe überhaupt keinen Bock, um mein Leben spielen zu müssen, um eine Runde gewinnen zu können. Aber ich muss es. Ich muss es in TDM, ich muss es in Frei für alle, ich muss es in Suchen und Zerstören. Ja, Frei für alle war dumm, weil da spiele ich ganz allein für mich. Ich muss es in Herrschaft, ich muss es hier in jedem Modus. Alter Schwede, ist das hier ein Chaos, ey. Und darauf habe ich echt keinen Bock mehr. Und deshalb, wenn nochmal jemand schreibt, dass ich nicht Objective spiele, der kann mir gerne private Nachricht bei PSN schreiben und ich melde ihn dann für doof sein. Ja. Leute, lasst ein Like da. Ich habe auch gar keinen Bock mehr heute. Das war nur noch mal für die Hater unter euch. Ich bin raus, haut rein.